bin Franziska Sophie Geisler, bin Künstlerin in Stuttgart und habe in meinem Studium mit Malerei angefangen und habe mich da sehr auf Malerei spezialisiert. Und dann bin ich im Laufe des Studiums habe Skulptur ausprobiert, weil ich neue Materialien zur Verfügung gestellt bekommen habe vom Institut für Flugzeugbau hier in Stuttgart. Epoxyharz, Glaswasser, Carbonfaser und habe mit diesen Materialien eben meine ersten Skulpturen hergestellt. Also immer wenn ich Skulpturen gemacht habe, wollte ich zur Malerei und haben wir gedacht, okay, Mist, also Malerei, es kommt zu kurz. Und wenn ich dann Malerei gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich muss Skulptur weiterarbeiten und habe mich dann 2 Jahre komplett nur auf die Skulptur konzentriert und habe mit ihr experimentiert und bin dann als Meisterschülerin nochmal aufgenommen worden und habe mich dann wieder zurück zur Malerei gewandt mit den skulpturalen Erinnerungen und Eigenschaften, die ich mir da aufgenommen habe. Das Kleid ist so entstanden, dass es ein Kleid ist, was mein Lieblingskleid mit ist. Und ich habe mir das damals gekauft von einer Designerin, habe es einmal gewaschen und dann hat sich ganz nach unten Striche waren ausgeblichen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe jeden einzelnen roten Strich nachgemalt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das irgendwie, das ist irgend so ein Kleid, was mir so wichtig ist, das und eine bestimmte Erinnerung evoziert. Und das habe ich dann in Kontext dann mit reingenommen zu meinem Projekt, was ich da mache mit meiner Familie. Das geht von einer alten Amerikareise aus, was wir in den 90er Jahren gemacht haben. Und die war damals sehr prägend für mich, weil es noch nicht die Zeit war, wo man normalerweise so weit weggegangen ist. Und meine Mutter war früher Hobbyfotografin und hat kistenweise Dias erstellt. Und ich habe gedacht, hey, mit den Bildern muss ich was machen. So, das ist einfach ein neues Projekt mit meiner Familie. In dem Projekt habe ich jetzt alte Dias genommen und habe die immer durchforstet nach was ist interessant, was erinnert mich an bestimmte Punkte und habe Erinnerungen auch wieder aufgenommen von der Familie, was sie jetzt machen, wo stehen sie jetzt, was ist ihnen wichtig gerade und habe versucht, diese 2 Sachen zu verbinden. Es sind immer so Erinnerungsfetzen, die da immer auftauchen und diese Erinnerungsfetzen versuche ich festzuhalten und als Bild darzustellen. Und auch das Kleid, also das Kleid ist jetzt ein Jetzt-Dasein. Und das No Parking Anytime ist eben einfach so ein Verkehrsschild aus so einem Amerika-Bild. Und die versuche ich dann zusammenzubringen und zusammenzusetzen. Und jeder Betrachter kann dann daraus was lesen und für sich verstehen oder nicht verstehen. Genau, aber es ist so eine Zusammenfügung zwischen Alten und Neuen. Bilder und die Skulpturen sind aus demselben Material. Also eine Arbeit kommt meist so zustande, dass ich früh ins Atelier komme, mir Informationen nochmal anschaue, Fotografien, Texte, auch Vorentwürfe, die ich dann schon selber gestaltet habe und dann überlege, wie ich sie umsetze, also mit welchen Vorgehen. Und dann fange ich an, kleine Collagen zu schneiden, die zu kleben, die erste Farbgebungsmuster zu gießen. Als Träger fungieren hauptsächlich Glasfasermatten, die ich mit Epoxyharz beschichte oder einlasse und die dann innerhalb von 8 Stunden aushärten. So lange habe ich Zeit, eben daran zu arbeiten. Nass in nass und dann fange ich an, so transluzente Eigenschaften, dass ich die immer in Schichten auftrage, die aber dann auch das Licht durchscheinen lassen und die dann in den Ebenen sich langsam nach oben bauen. Ja, es ist schwer heutzutage in der Zeit,
auch, ich finde auch das Medium, was ich da bespiele, also Malerei und Skulptur, es braucht wahnsinnig viel Zeit, es überhaupt herzustellen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, das heutzutage noch zu präsentieren. Also man braucht halt immer diesen Raum, also man braucht immer diesen Ausstellungsraum, wo dann Leute kommen oder auch nicht. Es ist natürlich das Netz, da ist aber, ich habe halt eine Webseite, aber ich habe das ganze Instagram und so, das ist mir alles zu schnell und zu hektisch, da komme ich nicht mit, das ist nicht, also das, ich will da nicht mitkommen, also ich ignoriere das dann teilweise auch. Ja, und manchmal brauchen halt echt, malt man ein Bild mal ein Vierteljahr und da kann man nicht die ganze Zeit irgendwas Neues, also man entwickelt natürlich verschiedene Sachen nebeneinander, aber ich denke schon noch, dass die Malerei und die Skulptur weggehen von diesen schnellen Medien. Vielleicht auch die Projekte, die ich mache, sind vielleicht auch so, dass die auch weggehen von diesen schnellen und versuchen ja eigentlich die Zeit einzufangen und sie nicht noch schneller vergehen zu lassen. Für die Kunst wünsche ich mir, dass sie vielleicht in größeren gesellschaftlichen Sparten Aufmerksamkeit finden darf. Weil es immer nur viel auch die Kunst um des Kunstwillens ist. Und das möchte ich gern aufbrechen, oder ich versuche es auf jeden Fall. Und die Angst zu nehmen von der Kunst, also die Angst, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die Angst, ins Museum zu gehen, die Angst, dass man selber mal einen Stift nimmt und selber sich traut. Und das würde ich mir für die Kunst in der Zukunft wünschen.